Es ist keine Ordnung mehr in der Politik mit Chats und Handys und USB-Stick. Korrupte Politiker bleiben im Amt. Die Justiz tragt Handschuhe als wir aus Samt. Und kommt ein neuer U-Ausschuss zusammen, bleibt vorgeladenen eh gleich daheim. Da zählen tun's ja sowieso alle weil nix, weil die Immunität von der Bande ist fix. Der Rundfunk und die Zeitungswelt kassieren von der Politik ganz ein schönes Geld. Dafür wird nur das, was die oben wollen, geschrieben. Die Wahrheit ist dabei längst auf der Strecke blieben. Da wird einem heute Angst und Bang. Die Welt steht auf keinen Fall mehr lang, 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 lang. Die Welt steht auf keinen Fall mehr lang. Für die Sorgen und Nöte der einfachen Leute hat die Regierung, so scheint's, überhaupt gar keine Zeit. Die Dienstflüge, die zahlen's mit unserem Geld, kapieren aber alle noch nicht, was uns fehlt. Zum Essen für die Kinder soll's einen Hamburger geben, dabei brauchen die ganz was anderes zum Leben. Regierungspolitiker sind oft schon angeckt. Im Fettnäpfchen treten, da sind sie perfekt. Ein Immobilienhai, der hat sie verplant und setzt eine Menge Geld fest im Sand. Vom Politikerfreundeln wird er unterstützt, wird Zeit, dass die Bande im Häfen sitzt. Da wird einem halt Angst und Bang. Die Welt steht auf keinen Fall mehr lang, 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 lang. Die Welt steht auf keinen Fall mehr lang. Ein Mann will eine Frau sein, eine Frau gleich ein Mann. Weil man sich das ja jetzt aussuchen kann. Da sitzen dann bärtige Frauen in der Sauna, obwohl du ganz klar weißt, das sind echte Männer. Und du hast nicht brav gendern, bist dann schnell ein Rechter. Ich frage mich nur, sind die wirklich viel schlechter? Und voll unterstützt wird's vom Fernsehen und Print. Da frage ich mich nur, wofür die Gießgebühren sind. Und Corona, so schreiben sie jetzt, ist noch nicht vorbei. Die nächste Variante könnte gefährlicher sein. Dabei empfehlen Experten den sechsten Stich. Ich kann da nur mehr sagen, sicher ohne mich. Da wird dann halt Angst und Bang. Die Welt steht auf keinen Fall mehr lang, 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 lang. Die Welt steht auf keinen Fall mehr lang. Zoodirektor Hammer in Wern, den tun seine Zoo-Viecherln so stern. Ein Pumpgun, der liegt jetzt in sein Büro. Ja, ist denn der angrennt irgendwo? In der Schule werden die Kinder auch nicht gescheiter und bringen beim PISA-Test auch nichts mehr weiter. Der Grund dafür, der liegt auf der Hand. Man spricht viel zu wenig Deutsch mehr im Land. Asylanten, die kommen ins Land, schön und gut, doch mit der Integration, da haben sie nix am Hut. Kulturcrash, der scheint vorprogrammiert, wenn die Regierung nicht bald einmal endlich reagiert. Da wird einem halt Angst und Bang. Die Welt steht auf keinen Fall mehr lang, 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 lang. Die Welt steht auf keinen Fall mehr lang. Die Klimakleber, die stören fast jeden Tag, wenn man pünktlich zur Arbeit kommen mag. Sie picken sie alle irgendwo fest,
so kommt dir im Kopf ein Vogelnest. Zur Klimakonferenz fliegen Privatjets en masse. Das ist für die Umwelt ganz sicher echt klasse. Und E-Autos tun sie uns als Rettung servieren. Dabei tun die eh dauernd irgendwo explodieren. Wenn man so schaut, was passiert in unserer Welt, da geht doch schon längst nur mehr um Macht und Geld. Konzerne und Lobbys streben nur nach Profit. Der kleine Mann kriegt davon allweil nix mit. Da wird einem halt Angst und Bang. Die Welt steht auf keinen Fall mehr lang, 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 lang. Die Welt steht auf keinen Fall mehr lang, 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 lang. Die Welt steht auf keinen Fall mehr lang.